So, in der letzten Folge haben wir uns die kaputte Wand angeguckt. Das sind wir wieder. Ja. Ja. Das ist ein Well und könnte ein Astrakt. Sie drehen durch. Was? Ja, ich bin hysterisch am Lachen. Mein Char. Sowieso. Ja. Oh, ich habe noch einen dicken gefunden. Sehr gut. Sorry, ich konnte nicht auf den Chat gucken zwischendurch. Nee, ja, ging gar nicht. Parts Deagle Barrel, UMP 45 Barrel, nochmal Uranium. Da kannst du vielleicht am besten was mit anfangen, was man da so mit Uranium? Kann. Ja, passt. Da kenne ich mich mit aus. Nee, auch die anderen Waffenteile habe ich auch noch nie gehört irgendwo. Aber okay. Bei der einen stand irgendwas mit Deagle bei. Ja, das nützt uns alles nichts, wenn wir nicht den Waffenschrank haben. Den besorgen wir uns. Ja, den brauchen wir ganz dringend. Okay, ich bin voll. Ist ein Skorpion auf der Straße hinter dir gewesen. Okay. Oh, noch ein dicker. Wow, meine Güte, ey. Ich finde, die haben uns gut geschlagen. Und dafür, dass wir nicht mal Mollys einsetzen durften, du. Das war ärgerlich. Noch ein dicker. Ja, Pipebombs wären auch nicht schlecht, ne? Könnte man mal probieren, ob wir die... Wow, Assault Rifle Trigger Housing habe ich hier in... Und auch ein Laserschwert. Echt, du hast ein Laserschwert? Ja. Geil. So, Moment. Ich pack das aber erstmal oben alles in die Kiste. Ja, erstmal alles in die Kiste. Ich zieh da gerade nur die guten Sachen aus den Dingern raus. Mhm. So, die Kiste ist voll. Und das ist jetzt auch eine Horde, wie mir sie gefällt, ehrlich gesagt. Was mir nicht gefällt, dass die... dass die Mollys für uns nicht einsetzbar sind. Wir müssen umsteigen auf Pipebombs. Mhm. Das finde ich aber auch okay. Skaranabend. Nochmal, weil während der Nacht... Ich meinte, ihr hattet schon mal Mollys benutzt. Vermute, dass zu viele Zombies trifft, das Spiel überfordert ist. Ja, es könnte sein, dass... Genau, ich glaube, Mollys hattest du ja auch schon mal geworfen, Asrak, ne? Hm. China schreibt gerade irgendwie. Es kann sein, dass das vielleicht nur das Problem ist, dass dieses Molotow-Cocktail dann zu viele Zombies gleichzeitig betrifft und das Spiel dann komplett durch. Dann würde er bei der Pipebombe ja auch aussteigen. Das müssen wir ausprobieren. Ach du Scheiße, ist das hier voll? Okay. Ja... Bei einer, naja, du, die Flammenanimationen werden dann ja pro Zombie berechnet wahrscheinlich. Bei einer Pipebombe ist es einfach nur Bumm, ne, weißt du, so. Mm. Da würde ich uns vielleicht noch bessere Chancen einrichten. Wir wissen ja nicht, wo der Fehler liegt. Also können wir da ja nur raten. Ja, nee, Spaß hat die gemacht. Sie hätte noch unbedingt. Doch ein bisschen mehr Spaß gemacht ohne diese Abstürze, aber ist okay. Also wenigstens FPS und so waren okay. War alles okay, ja. Das war nicht unser Problem. Was ist denn das für ein merkwürdiges... Ach so, Toilettenpapier. Okay. Empty. Da haben wir noch eigentlich gelootet. Mist. So. Ich guck gerade mal nach, ob ich hier alle gelootet habe oder nicht, wo ich war, weil ich, wie gesagt, ja gerade keine Axt habe. Sicher ist sicher. Ich glaube, die sind alle gelootet, die hier unter dem Dings liegen, du. Mhm. Das sieht ziemlich gut aus. Also die Spikes, die waren einfach, die sind verpufft. An so einer Horde haben Spikes keine Bedeutung mehr. Nee, das stimmt. Kannst du vergessen. Die sind nur, um das Gewissen zu beruhigen, aber für mehr sind die nicht mehr tauglich. Okay, ich setz mal einen Platzhalter ein. Damit unsere Bude nicht zusammenbricht. Ja.
Und dann müssen wir neue Pillars ersetzen und Beton ansetzen, dass wir unsere Wände abstützen und wieder neue setzen. Die Stone Crusher, die sind echt. Die reißen dir die Wände ein wie nix. Ich habe noch eine First-Aid-Kit-Schematik. Ich kann sie schon, ich habe die schon gelernt. Vielleicht kannst du die noch lesen. Das wäre auch nicht so schlecht. Sonst kann man sie auch noch verticken beim Händler. Ja. So. Ich ziehe mal ein Kleidungsstück an und aus. Machst du das auch gerade mal? Nur ja. Für den Fall, dass wir Darstellungsfehler haben. Okay. Ja, aber ansonsten, die Säulen haben ja trotzdem gehalten. Trotz der vielen Stonecrusher hier. Also ja. Irgendwie hat das ja gehalten, ne? Du bist mal raus aus dem Stream, bis die Tage. Ja, den wünsche ich dir auch. Also wir brauchen Pipebombs. Wir müssen auf was Dickeres gehen. Ja, das müssen wir wohl. Denke ich mir. So, Uranium. Ich pack mal die ganzen potenziellen neuen Sachen, die ich noch nicht kenne, ne? Die packe ich mal. Alimente. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Yogi Meter, danke. Für die 5 Euro Spende. Oh, Toilettenpapier. Oh. Schmeiß mich weg, du. Es gibt sogar 2 verschiedene Arten von Toilettenpapier. Ja, Loot kaputt, Joachim. Die Sache ist einfach die, wir müssen erstmal gegen diese Massen ankommen, ja? Was denn? Mit dem Loot kaputt? Was? Ja, er meint natürlich, wir sprengen uns dann den Loot kaputt. Ja, Gott. Wir müssen irgendwas ist ja auf immer, Explosionsbolzen, ne? Und Raketenwerfer gehen, aber das müssen wir erstmal haben. Da müssen wir erstmal hinkommen. Aber wir arbeiten dran. Also wie gesagt, irgendwas ist ja immer, also wenn es danach geht halt, ne? Irgendwie, ne? Ja. So sieht's ja aus. Da kann man halt nichts dran ändern. Da verlebt man halt wenigstens. Ich finde das ja auch durchaus vorteilhaft. So, mal kurz aufräumen hier. Wem sagst du das? Oh, grüne Pistole gefunden. Die grüne ist gut. Die behalte ich auch gerne erstmal für mich. Ich will gleich mal versuchen, an meinen Rucksack zu kommen, falls er noch da ist. So, Moment. Das sind Sachen, die zum Händler gehen, ne? Hier, packen wir die da mal rein. Und das Geld. So, das kann weg. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. So, ich gehe mal runter und versuche sozusagen von unten unsere Wand wieder zu reparieren. Ja. Ich gehe mal eben rüber und versuche mir meine Sachen wieder zu holen. Parts Deagle Barrel. Ist das ein Barrel für die Deagle? Tatsache. Ja, 322er Barrel. Ja gut, wir haben ja eine lila, ne? Also was soll's. Ne? Wir brauchen dringend Beton. Hast du nicht gesehen. Wir müssen neue Frames setzen und mit Beton aus. Kannst du Beton ansetzen? Ich kann's ja nicht. Du bist der Only One sozusagen. Ja, ich schmeiß mal. Du musst Beton durchlaufen lassen jetzt, volle Suppe. Alter, wir haben 2 Ammo-Workbenches. Was? Wir haben 2-mal eine Ammo-Workbench. Ich stell mal eine auf. Wie geil ist das denn? Wolltet ihr nicht das Dach, den Dachkarten auf das andere Hausdach verlegen? Ja, eigentlich schon, theoretisch. Moment, sind das diese Workbenches, wo du vorhin noch sagtest, die fehlen, die steht mir, neben die Glas. Fehlen uns, vorher können wir nichts machen? Guck mal hier, die steht neben dem Glas, habe ich eine mal hingestellt, guck mal rein. Ja, wo haben wir die denn her? Hatten die Zombies die dabei oder wie? Die Anführer haben die dabei. Ah, cool. Wenn du Glück hast. Damit können wir jede Art von Munition herstellen, wenn wir sie gelernt haben. Ach, Munition kannst du nur da drin her. Nee, wir können auch Munition. Ich habe doch auch so Munition hergestellt. Aber manche Munition kannst du nur mit dem Ding herstellen. Ja, die für das Spiel. Für ne? die Bombe brauche ich Uranium. Im Moment finden wir aber nur Plutonium. Das muss ich umwandeln in Uranium in einem Kernkraftwerk, das wir erstmal dann in Betrieb nehmen müssen. Was? Soweit wir noch nicht. Nein, ich habe verbrauchtes Uranium und 3 Uranium haben wir in der Kiste hier. Hier guckst ja, aber du mal. Wir brauchen mehr. Plutonium, nicht Uranium. Ach wir so. Müssen Uranium in Plutonium umwandeln, dann können wir daraus eine Bombe bauen. So, das sind okay. Die Waffensysteme, die wir bauen können. Die Munition zumindest. Boah. Wow.
Alter Schwede. So, jetzt brauchen wir Beton, 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 Beton und Beton. So, und jetzt holst du mal schnell noch. Ja, Zement ist links und rechts am Herstellen. Ich gehe jetzt... Was ist denn das für ein Geräusch? Die verdammten Ratten sind das. Oh, wie geil. Oh, muss ich reparieren. Was, wie repariere ich das? Mit Powercore. Okay, vergiss es. Ich habe eben das Laserschwert angemacht. Das ist ja geil. Das zaubert dir erstmal ein Grinsen auf die Wangen, ne? Wenn du das erste geil, Mal ne? siehst, ne? Wie geil. Oh, ist das geil. Cooles Ding. Fett. Meine Fresse. Wie geil. Wo ist denn die Ratte hin? Ich höre es gerade. So, okay. Ich gehe mal rüber zum Händler. Mach uns den Lord Helmchen, genau. Obi-Wan Well, ja. Obi-Well. Genau. So, ich hoffe, die Zombies sind nicht mehr da vorne. Die müssten ja auch immer mal despawn sein, glaube ich, die guten, ne? Mhm. So, ich bringe jetzt erstmal meine Psyche wieder auf die Reihe. Ach, das habe ich. Die Psyche habe ich schon komplett vergessen. Danach werden wir eigentlich Blueberries aussäen. Zucker haben wir noch. Sieht nicht so aus, als wenn die noch hier. Ach so. Und 8-mal so. Kartoffeln. Ja, wir haben viel zu tun bis zum nächsten Mal, ne? Oder? Ja, unbedingt. Schauen Sie, danke. Wir haben nur 7 Tage Zeit. Wir brauchen Beton, 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 Beton. Ich glaube ja auch ein bisschen, dass diese beiden Gebäude sind für eine Horde eigentlich zu groß. Weil du musst, so viel kannst du nicht mit zwei Mann schützen. Du, ich lerne auch mal Concrete Mixing, damit ich ebenfalls Beton machen kann. Klar. Das scheint mir jetzt kein Fehler. Aber wie gesagt, beide Gebäude ausreichend mit Beton zu verkleiden, da brauchst du 5-6 Mann. Ja, deswegen haue ich jetzt hinterher. Deshalb glaube ich, dass es eine gute Idee ist, wenn wir zum Verteidigen für die Horde eine möglichst kleine Stelle haben, die wir verteidigen. Wir können uns ja so einen Zusatzturm bauen. Das könnte man machen, dass wir so einen Kampfturm oder sowas, weißt du? Ja, vielleicht. Wir müssen aber erstmal sehen, dass wir unser Haus jetzt wieder instand setzen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall, weil da kann die nächste Wanderhorde kann schon unser Verderben sein. Ne? Ja, weil im Moment steht da nichts mehr. Was? So. Zement. Ja, 3 Concrete Mixer. Oh, 286 Concrete Mix hätte ich hier anzubieten. Mhm. Die sind schon fertig. Dann nochmal. Wir hatten noch Rebars, sagtest du, ne? Mhm. Wo denn? Ich such den gerade. Die sind da. Ach, da unten, ja. Mhm. Okay. Oh, Alimente. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Ja. Ah, dankeschön. Hm? Ich krieg Darth Vader, hat mir 5 Euro gespendet. Echt? Komm zur dunklen Seite, der macht dir die Welt. Wie geil. Darth Vader. Keine Spaceballs-Witze mehr, das könnte falsch verstanden werden. Ja, Spaceballs-Witze, genau. Übrigens, ich empfehle immer noch den Multilink. Ich pruste den nochmal. Dann guck mal bei uns beiden. Dafür ist er ja da und auch gut. So, dann gehe ich mal runter und habe ich hier mal einen Hammer. Ja, da. So, ich setze mal eine neue Saat an. Korrigiere, ich habe Saat angesetzt. Ja. Und versuche sozusagen jetzt mich um den Haus wieder Instandsetzungskram zu kümmern. Wo ist denn eigentlich
Strom brauchen wir. Wir müssen auf Strom kommen. Wir brauchen Batterien, wir brauchen Generatoren, weil... Ja, Generatoren. Wir müssen halt Autos zerlegen. Ne? Dann würde ich sagen, fahren wir mal die nächsten Tage in eine andere Stadt und zerlegen da weiter Autos, ne? Oder? Okay, ich kümmere jetzt erstmal ein klein bisschen um Haus. Bin ich dabei. Bin ich absolut d'accord. Hast du die... ich sehe, du hast. Okay. Ich gebe nochmal Reaper Frames einen Auftrag. Ja. Ja, wir müssen uns echt... Ja, was wir nicht alles müssen, ne? Ressourcen und Kram. Muss dies, so, das, ne? Jenes, ne? Und so weiter. Stein muss geschmolzen werden, es muss hier Dingens. Ich glaube, ich habe mich in so ein Frame gebackt, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Achso, okay, jetzt bin ich wieder frei. Ich überlege gerade, wir müssen Stahl herstellen können, damit wir diese Antenne herstellen können, damit wir NPCs kriegen. Ne? NPCs wären ja vielleicht auch ganz wichtig für uns, oder? Ja, ist das, aber wir müssen erstmal so Bude gar nicht so hilfreich. Nee, doch, NPCs sind okay. Also, hello, welcome, sage ich nur, aber erstmal jetzt die Bude wieder. Ich guck mal, dass ich die angeschlagenen Steine reparieren kann. Ja, dass man die dann wieder aufwerfen Schicht kann. Runtergekloppt. Ja, ja. Ja. Ich habe ja Cobblestones dabei. Das ist so gut, dass hier unten ist ja erstmal alles konkret hier. 232. Ihr solltet am besten noch zwei bis drei Schmieden basteln. Ja, das ist ja Sekunde. Guter Tipp, ne? Wir müssen ja auch erstmal wieder auf die Beine kommen. Oh, Bayern. Shit. Da läuft schon einer. Da läuft alles Mögliche. Ja. Spucker! Jups. Feral, Zombie! Oh, Scheiße! Komm her, Spucker! Ich hab noch die. Bei Spucker! Ja, vor allen Dingen, der eine ist ein selbstheilender Spucker. Das ist unangenehm. Ja. Das ist nicht so cool hier. Ja? Die kleine ist die auch Feral gewesen. Ja, die hab ich. Oh nein, Mann, ist off. Wie schnell kann man von 71 Leben runterfallen? Shit. Waren doch noch 71 oder waren das noch 51? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe auch nur noch 5 Leben. Alter Schwede. Die machen aber auch echt besser Schaden, ne? Meine Güte. Ich glaube, die Lady ist gerade kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe alle anderen. Nur die noch die Spucker. Ein Wichser. Nein, die lebt noch. Oh, man soll sich nicht umdrehen. Ah, verdammt. Geht ja gut ab. Ich würde so gerne einmal einen Rucksack. Geht. Da ist mir mal die Munition drin. Mal gucken, wo ist der denn so schnell? Na komm, steig ein. Was dauert denn da so lange? Alles klar. Ist die Lady weg oder ist sie noch da? Keine Ahnung, ich meine, ich hätte sie jetzt nochmal gehört. Na, die steht da hinterm Haus, ist noch was. Warte mal, ich versuche sie mal abzuknallen, okay? Ich muss dann aber direkt auf sie zurennen. Irgendwie ist sie noch am Leben. Jetzt aber nicht mehr, meine ich. Sicher? Nee, ist eine zweite. Die muss im Haus sein, irgendwo bei uns. Wir haben im Haus eine. Da ist noch eine zweite. Alter! Oh, das gibt's nicht. Ich komme nicht mehr weg.
Er darf da nicht explodieren, das ist mein Rucksack. Ich meine, wir haben im Haus einen, du. Och, die muss weg. Die muss weg. Also draußen war auch noch eine, die habe ich umgebracht. Alter Schwede. Okay. Riesenprobleme, schon mit einem so einem Arschloch, ey. Komm, ich bring ihn einfach weg. Ich bring ihn einfach weg. Nee, das passt schon. Nee, wir verschleudern hier irgendwie über 1000 Schuss Munition. Wir brauchen 4 Tage, um die Munition wieder herzustellen. Für einen Spucker ist es nicht wert. Ich würde ihn einfach wegbringen. Ich laufe jetzt mit dem Typen einfach mal durch die Gegend, in die Walachei und dann kommt er nicht mehr wieder. Okay? Ich habe eine Shotgun geladen. So, wo ist die Tante? Die ist noch da, die holt ständig neue. Wo ist die? Im Haus, die kleine blöde Sau. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Die muss im Haus sein bei uns. Down. Wo war sie? Im Haus, ne? Im Haus, irgendwo. Ich hab ein paar Farale hinter mir. Ich kann gerade nicht. Ja, nicht nur du. Aber die sind schneller und ich habe nur noch 20 Leben. Das ist das Problem. Ist nicht gut. Ich treffe doch mit dieser Scheißpistole nicht. Komm zurück zum Haus. Komm zurück zum Haus. Ja. Das ist irgendwas mit. Okay, so jetzt aber hier. Dankeschön. Den Spucker habe ich da hinten irgendwo verloren. Der wird aber irgendwann despawnen. Mhm. Ja, aber wirklich, da irgendwie 600 Schuss an einen Spucker rauszuschleudern, macht keinen Sinn irgendwie. Das holst du ja im Leben nicht wieder raus an Loot, weißt du? So. Das ist nicht so richtig gut. Hier ist noch ein Rucksack. Der lag da vorhin schon. Ach, das ist meine, alles klar. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Der lag da irgendwie während der Horde-Nacht schon. Mhm. So, ich mache jetzt hier erstmal dicht, dass hier keiner mehr reinrennen kann. Genau. Das war nämlich übel. Die war im Haus unten, ne, oder? Ja, die war unten drin. Mhm. Wir hatten aber 2. Also draußen stand auch eine. Wir hatten dann wirklich 2. Toll, wir haben kein Zement mehr. Echt, von allem zu Zement wenig. Zement läuft, ne? Oben in der Von allem zu wenig, von allem zu wenig. Was für ein Stress, ja. Ey. Na, gefällt's dir? Ja. Okay, das ist die Starvation, wie ich sie kenne. Hart, schwer, unerbittlich, geil. Wir brauchen von allem mehr. Ja. Hier ist noch Sand hier hinten in der. Du bist ja auch da. Okay, auch. Ich habe gerade Zement genommen. Ich mache dann unten wieder ein paar. Fertig. Wir brauchen Steine auch. Wir haben auch keine Steine mehr. Das ist nicht gut. Für 247 Concrete Mix reicht es hier gerade noch. So, das ist eine Stützwand. Nimm die Refarm auf und baue einfach eine neue hin. Dann brauchst du sie. Ach, du meinst den Rebar. Ach, den Rebar-Frame. Refarm. Kürzt man das jetzt so ab? Das wird aber auch nicht lesbarer dann, ne? Aber ein guter Tipp, danke. Boah. Krass, ey, ich bin so fertig hier. Uns fehlt noch ein Frame. Ein Frame brauchen wir. Okay. Unten und hier, ich bin irgendwo? Fertig mit Beton. Ich habe keinen Beton mehr. So, da ist noch ein Frame. Da ist drin. Ja, um den Geisteszustand kann ich mich jetzt gerade auch nicht kümmern. Aber jetzt werde ich doch mal eine Sache machen. Eigentlich mache ich es nicht gerne. Mir haben ja Leute geschrieben, warum baut ihr euch nicht einfach eine Mine unterm Haus? Naja, wegen der strukturellen Integrität eigentlich, ne? Ja, genau das.
Wir kommen noch zur Mine, aber im Moment kommen wir gerade zu gar nichts. Aber ich würde mich jetzt doch unter. Einmal hier eben unterm Haus einmal senkrecht runterschlagen und dann würde ich einen Gang in eine Richtung einfach nur, dass wir wieder außerhalb unseres Hauses kommen. Genau. Weil ich würde jetzt ganz gerne Steine besorgen in der Nacht. Und, ja, alles klar. Okay. Ich mit dir absolut d'accord. Wahnsinn. Was mit der Lootkiste? Was ist da noch drin? Ach du Scheiße, ist ja noch knackevoll. Das ist aber gut. Ist doch aber gut. Volle Lootkiste. Das ist aber gut, ja. So, okay. Goldkante, hi. Oh Mann, ich habe überhaupt keine Zeit auf den Chat zu kommen. Ich bin angestrengt. Hier, null, machen. Schnell, schnell, schnell. Oh, genau da. Ach, das ist Holz. Alimente. Hey, jetzt läuft bei uns. Bedank dich. Alter, was eine Spielstufe. Oh, wir haben wieder Chains. Super. Hass. Sag mal, übertreib doch nicht mit den Spenden. Ey, schon wieder von Frau Ranian gehen. Scarafas, vielen lieben Dank. Mann, ihr macht mich hier verlegen. Okay. Wisst ihr das? Möge der Saft mit dir sein. Ich kenne die Wüste. Nimm mal die Dosen rein. Dann will ich auch was auf die Gedirne im Weg so, zu dann Tabletten. So. Heilung. Dankeschön. Antibiotika haben wir wenigstens auch eine. Das ist nice. So, ja, Antibiotikum habe ich irgendwie eine gefunden. Ach verdammt, ich brauche eine Schaufel. Wie bin ich denn hier reingekommen? Schaufeln haben wir jede Menge, glaube ich.